Wir betreiben mit unserer Standardsoftware ein Produkt zur Verwaltung und zur automatisierten Abrechnung von Ladeinfrastrukturen. Das heißt, am Ende des Monats bekommen unsere Betreiber, die Elektroladestationen betreiben, eine Gutschrift über die Rechnungen und an dieser Gutschrift verdienen wir unsere Marge. Das war eigentlich aus einem Auftrag heraus, den wir von einem Kunden bekommen haben. Und haben dann gesehen, dass in dieser Branche bzw. Nische für uns sich ein Markt ergibt und haben dann den damaligen Auftrag als solches weiterentwickelt und mit unseren Ideen veredelt und somit dann eigentlich ein Produkt geschaffen ist, was inzwischen sehr großen Anklang findet. Man ist Entwickler, wir sind Softwareprogrammierer. Für uns ist natürlich der Fun, eine neue Herausforderung anzunehmen und entsprechend eine tolle Lösung dafür zu schaffen. Wir haben ein sehr breit gefächertes Kundenportfolio. Das geht vom klassischen Energieversorger bis hin zum Einzelstationsbesitzer. Das kann ein Fitnessstudio, ein Bäcker sein. Und jeder hat für sich immer einen eigenen Anwendungsfall. Und auf den gilt es einzugehen und entsprechende Lösungen anzubieten. Wir haben unseren Kunden eigentlich zum Mitentwickler gemacht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Tipp. Man soll in Zukunft seinem Gegenüber sehr gut zuhören und darauf dann entsprechend reagieren und vielleicht eine ideale Lösung anbieten. Weil wir am Markt Elektromobilität derzeit den Ton angeben und neue Möglichkeiten aufzeigen.